Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wir sind hier auf dem Weg gegen Eisblock. Und das werden wir natürlich so schnell wie möglich machen. Und da hat es mal ein bisschen Ladedinge gemacht. So, und wir essen jetzt erstmal ein Schokolädchen. Zombies! Zombies! Keine Zombies! Also alles das, was man mit einem einzigen E drücken killen kann, ist herrlich. Ich liebe diese Gegner, wirklich. Nee! Ich wollte ihn ja, genau, so wollte ich ihn killen. Aber was ist denn hier jedes Mal los? So. Und nochmal Regionswechsel, weil es so schön war. Zombies! Huh! Zombies! 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 So, okay. Das musste mal raus. Zombies! Noch mehr Zombies! Fliegende Zombies! Noch mehr Zombies! So. Die dürfen mir ja nichts auf. Was ist das? Ah, das ist also so ein Teil. Sehr interessant. Na gut, wir werden auch weiter mehr von diesen Fischern killen. Egal. Und eins weniger. Bam. Na komm. Wow, nein. Ich bin nicht angegriffen. Jetzt wäre ich angegriffen. Dankeschön. So, ist das geil. Allez, hopp. Wo habe ich denn so einen Chrono-Trigger mal wieder gesehen? Nutzen von Chronosphären. Chronosphären bewahren die Kraft, die man braucht, um die Zeit zu verlangsamen. Sehr schön. Benutzen Sie die Kreuzklinge, um Chronosphären aus der Ferne zu aktivieren. Verlangsamen Sie die Zeit, um Gefahren zu entkommen oder Rätsel zu lösen. Okay. Das ist jetzt scheiße. Benutzen wir das Teil mal. Wow, sehr interessant. Was macht das Vieh hier? Bam, 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 bam. Oh, da war ich ja fix. Also dann. Wieso ist ausgerechnet dieses Ding hier? Okay, es funktioniert nicht mit der Sense. Es funktioniert nicht mit der Klinge. Ja. Dann wird es wahrscheinlich auch nicht damit funktionieren. Wir hatten es ja schon mal getestet. Es geht einfach nicht. Oh ja. Ja, genau. So machen wir das. Ehe. Troll. Mode activated, wollte ich fast sagen, aber. So, komm los. Das Ding darf jetzt nicht runterfallen. Sonst hätte ich ein kleines Problemchen. Okay, jetzt kann es von mir aus runtergehen. Meine Güte, ey, das ist echt ein bisschen zu krass. Apropos bisschen zu krass. Wir haben ja wieder einen Gegner. Friss! Friss meine Autos. Dämliches Drecksding. Ich hasse diese Gegner. Oh oh. Ah. Das ist mir das Liebste, wenn die Gegner einfach nur verrecken. Und dann eventuell noch ein bisschen was da lassen. Aber ja, mehr muss es ja nicht zwingend sein. Es sollen vor allem solche Zwischengegner, die man besiegen muss, um von A nach B zu kommen. Die sind meistens immer sehr nervig. Man besiegt ja so ziemlich alles, um von A nach B zu kommen, aber
manchmal besiegt man, wie zum Beispiel die Endgegner, die Gegner, um sie zu besiegen, weil die was Besonderes dabei haben. Ja, und das ist allgemein der Grund, wieso man das tut. Und hier drin haben wir wieder Kohle. Na, ja, da waren, glaube ich, 150 knapp. Ja, das sind immer ungefähr so 150 drin. Whee! Und es geht fein nach oben. Aha. Zombies! Zombies! Kisten! So, dann mal ab nach oben. Okay. Huh, knapp. Ah, dankeschön. Ah, nee, Moment. Ach ja, das wird ja nicht auf der Karte angezeigt. Weil ich habe ja noch nicht diesen kleinen Bonus, der mir das erlaubt. Aber wieso war das... Das Plus ist eindeutig so ein Soldatensymbol gewesen. Meine Güte, und ich habe es nicht gesehen. Aber das wird wahrscheinlich später noch irgendwie aktiviert oder so. Oh nein, was sind das denn wieder für Fledermäuse? Oh ne, das wollte ich jetzt eigentlich eher weniger. Oh, das ist das Falsche. Wie kriege ich denn die Pistole wieder? Ich will die Pistole doch haben. Ah, ich muss die erst belegen. Ah, okay, gut. Das erklärt natürlich einiges. So, dann belegen wir mal ein paar Tasten. Oh, das war das Letzte. So. Pistole auf die 1. Genau. Jetzt bin ich doch glücklich. Das Letzte wird wahrscheinlich Unsichtbares sehen. Ein Chronomant, ey. Das klingt mehr wie so Magier oder irgendwie Pyromant oder sonst was. Ein Chronomant, jemand, der mit Magie die Zeit anhält. Ist eigentlich immer wieder schön, so ein tolles Spiel zu haben. Das Einzige, was mir da einfällt, was ein schönes Zeitspiel war, war Prince of Persia. Oder, also bei Prince of Persia, Sense of Time, die ganze Reihe da. Weil das ist einfach nur geil. Vor allem, wenn man die, na, da wird jetzt immer ein kleines bisschen geratet. Geratet und gleichzeitig gehatet. Weil der erste Prince of Persia Sands of Time Teil, oder einfach nur Sands of Time hieß der, der war schön. Aber da war das Kämpfen nicht so toll. Da waren aber die magischen Fähigkeiten extremst gut ausgebaut. Oh, was sind das denn jetzt wieder? So eine Scheiße. Wie gesagt, da waren die magischen Fähigkeiten extremst gut ausgebaut. Bäm, friss meine Autos. Wuhu, meine Auto-Attacks. Oh, was für ein geiler Wortwitz, ey, echt. So. Oh, hab ich den nicht eigentlich gerade? Wow. Ah, damn, Auto-Attack. Nee, falscher Gegner. Nee. Ah ja, doch, ich komm ran. Ich liebe es einfach, wenn der diese Spin-Attacke macht. Die ist einfach nur herrlich. Bam. Okay, dann hauen wir ihn hoch und na, spinnen ihn halt zu Tode, wie jedes Mal. Dürfen aber nicht so weit runterfallen. Die Gegner kommen sowieso wieder. Ist ja nicht so, dass die, naja, einen in Ruhe lassen. So. Zum Notfall könnten wir noch... Ah, da ist er wieder. Friss mein Auto! Ich glaube, ich habe ihn damit gekillt. Welch seltener Anblick, jemanden mit einem Auto zu killen. Also, ist ja klar, dass man Leute auch überfahren kann, aber man wirft selten Automobile auf jemanden. Ein Automobile. Ein sich selbst bewegendes Gedöns. Hallo? Wieso geht das nicht? Hä? Aber das gibt's nicht. Man kann hier nicht hochspringen. Boah. Kriege ich Aggression zeitweise. So, wir haben einen neuen Teil und jetzt haben wir wieder einen neuen Lebensstein. Cool. Oh, hier ist noch was. Super.
gleich wieder was von Soldaten. So. Dankeschön. Wow, einer runtergekommen. Ah, du Scheiße, geht das hier weiter runter. Was ist das denn bitte? Das ist jetzt das zweite. Okay. Ich merke mir mal wieder den Ort dieses kleinen Geheimnisses. Ne, diese unsichtbaren Dinger, die sind mir jetzt dagegen. Wird fast ein Dunn im Auge, aber es wird ja nicht wirklich hinhauen. Wo geht's denn hier bitte hin? Ah, wenn man jetzt von hier hinspringt, hat man jetzt richtig viel Trefferfläche. Falls man denn irgendwie, naja, versucht darüber zu springen. Okay, wir probieren mal kurz O zu drücken. Wir sind von hier hinten gekommen. Wir müssen jetzt da nach rechts und hier ist dieser Vulcrim-Posten, den wir jetzt natürlich sofort aufsuchen werden. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg dann nochmal zu machen. Oh Gott, bitte, 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 bitte. Krass, knapp. Und wieder ein Vulcrim-Posten entdeckt. Vulcrim? Jetzt. Der Vulcrim lässt übelst auf sich warten, das ist schlimm. Okay, und wieder mal etwas gefunden, schönes Neues. Mit der Kreissäge mache ich ja meistens immer die Gegner kaputt, aber das ist ja eigentlich nicht das, was so krass ist. Ich werde wahrscheinlich die Steinhaut nochmal extremer machen müssen. Dummerweise kann man diese, naja, Zonenregenerationsdinger nicht nochmal machen. Also, man kann zwar diese Kesseln voll machen, aber man kann diese Regenerationsfähigkeit nicht verbessern, was sehr schade ist. Hätte ich nämlich gerne gemacht. Ja, 2200, ja, da werden wir uns jetzt, wie gesagt, nichts holen. Wow, 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 wow. Ach du Scheiße. Gut, also hier unten haben wir noch ein bisschen Trefferfläche. Genauso wie ich mir das vorgestellt habe, wie das ist. Wundervoll. Hier hat wirklich noch so ein Vulcrim-Posten ein bisschen bei der Quälerin gefehlt, weil da, naja. Wie gesagt, da war irgendwas, was gefehlt hat. Oh, Junge. Na gut, hier kommt man nicht hin. Wir laufen wir also mal wieder anständig den normalen Weg lang und kämpfen gegen eine extremste Unmenge an Fledermäusen. Schon wieder. Gibt's denn hier irgendwas, was man mitnehmen könnte? Na gut, hier kommt man so weiter nicht. Oder so nicht weiter. Bam! Okay, einfach hochdrücken und... So, jetzt kommt wieder her. Dankeschön und einer weniger. Hui! Wow, dieser Luftdash ist so praktisch. Tada! Bam, 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 bam. Gut. Schön wäre es gewesen, wenn hier noch ein bisschen was an Kisten oder so wäre. Weil wenn man links und rechts schon hin kann, dann hofft man ja, irgendwas mitnehmen zu können. Kistentechnisch. Und man wird ja manchmal auch ein bisschen enttäuscht. Oh nein, nicht schon wieder so einer. Schäm dich. Okay, wir nehmen mal das andere. Nur für den Fall. Au, Scheiße. Ich kann den noch nicht mal stunnen damit. Das ist schon ziemlich blöd. Ah, jetzt brennt er, ne? Jetzt machen wir natürlich übelst viel Schaden. Wuhu! Ach nee, ey. Ich habe jetzt keinen Bock, hier wieder so ein Leben zu verlieren. Nur wegen dem Spacko. Ja, jetzt können wir hier wieder... Rein. Ja, okay, jetzt haben wir ihn richtig. Ich will nicht nochmal runterfallen. Nein, er hat mich abgesäbelt. Muss man das wirklich zweimal machen? Okay, er ist tot. Das ging einfach. Zeit für mein Leben. Und noch eins. Das ist cool, dass man hier zwei Möglichkeiten hat, die Zombies zu killen. Entweder liegt es an den Zombies, dass nur spezielle immer am Bein gepackt werden. Oder der hat wirklich zwei verschiedene Arten, die zu killen, was ziemlich geil ist. So, wir werden jetzt erstmal das Auto fein schrotten. Whee! Jupp. Wie erwartet. Hier ist nichts weiter. Gut. Und wir haben arsch viel Leben. Das ist herrlich.
So, jetzt könnte ich hier oben lang gehen, aber hier komme ich ja seitlich nirgendwo überhaupt hin. Von daher bringt mir das Ganze nichts. Und hier sind auch keine Gegenstände. Ah. Wahrscheinlich wieder ein Teil so einer Abgrundrüstung oder so. Also dann. Gut, das geht schon mal nicht. Das ging schnell. Hätte nicht gedacht. Ich glaube, es hackt. Dämliches Mistding. Hallo? Ja, ich habe ein kleines Problem. Wo könnte ich denn das anpacken? Hier hinten? Nö. Ich werde mal diesen Tremor-Handschuh mit benutzen und... So. Bam. Nee, will nicht. Was war denn das Geiles? Hallo? Boah, ist das zum Kotzen. Irgendwas ist hier verkehrt. Ich komme hier überhaupt nicht dazu, da rüber zu springen. Das ist schon gemein. Muss man das wirklich so machen, wie ich das denke? Oh, das ist doch... Pfui. Schmuh. Kann man das dem Teil nicht irgendwie abnehmen? Okay, gut. Man kann ja nicht hier rüberspringen. Das ist schon mal... Fuck. So, kann man da aber hier irgendwie hoch? Nö, kann man nicht. Oh Mann, ich hätte tausende Möglichkeiten hier hoch... Na okay, zwei vielleicht. Aber ich hätte viele Möglichkeiten, da hochzukommen. Okay. Dann muss ich da lang. Aber wie um alles in der Welt... Na gut, wir probieren es mal von der Seite. Haben wir nämlich noch nicht probiert hier. Oh. Hallo? Nee. Nee, es will einfach nicht. Ja. Ah, jetzt weiß ich eventuell, wie man das machen kann. Welche infame Aktion. Okay. Das ist krass, wie das gerade gelöst wurde, wirklich. Was ist das denn? Krieg wird mehr und mehr von Hass erfüllt und generiert noch schneller Chaos. Okay. Das ist schön, dass wir das jetzt haben. Das Blöde ist, ich muss das jetzt irgendwo auf die Sense tun. Mal gucken, was das war. Erhöht die Anzahl der Seelen, die Feinde und Lebewesen entzogen werden. Zusätzliche Zornboni bei Zuweisung zur Sense. Oh. Cool. Was ist das? Erhöht drastisch den Schaden der mit Umgebungs... Ah, Passivbonus und Nutzungsbonus. Das ist ja mal sehr interessant. Erhöht drastisch den Schaden, der mit Umgebungswaffen verursacht wird. Okay. Und gewährt Seelen für das Zerstören von Objekten auf beliebige Art und Weise. Nutzungsbonus muss das aber sein. Was haben wir hier? Das hat nur einen Nutzungsbonus. Generiert auf natürliche Weise mit der Zeit Zorn. Aber man muss das ja noch nicht mal aktiv haben. Moment, das werden wir gleich nochmal zeigen hier. So, ich werde ja die ganze Zeit hier Zorn regenerieren. Einfach so. Obwohl... Oh, Moment. Obwohl ich jetzt zum Beispiel die Sense aktiv habe. Und die Sense hat diesen Bonus ja nicht. Okay, was haben wir hier? Erhöht das durch den Chaosfresser gewonnene Chaos, ermöglicht Chaosgeneration durch alle Waffen. Was ist bitte ein Chaosfresser? Ah, okay. Zunboni bei Zuweisung zur Sense. Ja, hatten wir, ja. Lässt sich das eventuell hier, Schnitter.
Zusätzliche Seelen bei Zuweisung zur Sense erhöht die Anzahl der Seelen, die von Gegnern entrissen werden. Hatten wir auch. Waffenmeister erhöht den Schaden, der durch Waffen.